Ach, wäre die Karte doch immer so klein, also so wenig gering ausgestattet, dann hätte man schönere Übersicht und müsste sich nicht immer entscheiden, was man machen will. Heute entscheide ich mich gerne, was ich machen will, nämlich zum Beispiel, ach guck mal, da ist ja ein roter Kreis, wie schön, da gehe ich mal rein. Frag mich, was das ist. Ich hoffe, das ist keine Mission, wo man schleichen muss. Das kann ich nämlich gar nicht leiden, fast so wenig wie Flugzeuge. Ja. Ich dachte eigentlich, dass das jetzt schneller geht und damit ich so tun kann, als wäre ich überrascht, aber leider Hey, hat das Joe, Laden wie etwas gedauert. Ich muss eigentlich einen Weg finden, aber. Hä? Seeing all kinds of shit. Oh. Hä? Ich bin so tot. Mal wieder. Ich habe keine Schutzweste. Da hinten liegt sie. Kann ich den Typen erwischen? Oh, oh, Scheiße. Kopfschuss. Also das Stolz. Komm, nur ein kleines bisschen. Ach nein. Das ist echt nicht so leicht. Das ist aber der, ne? Es hilft ja nicht. Ich weiß gar nicht, wie das möglich sein soll, dass ich das jetzt noch schaffe, aber naja. Wo gucke ich hin? Okay. Ich schieße jetzt das aus. Das könnte eventuell. Ich weiß gar nicht, warum ich mir jetzt noch so viel Mühe gebe. Ich habe eh schon so gut wie verloren. Warum? Ach, fick dich doch. Den haben wir. Junge, ich brauche eine Schutzweste. Dass der mich noch nicht sieht.
Okay, das wird wohl nicht. Nein! Ah! 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 Aua! Ah, ha, ha, na, 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 ha, ha, ha. Oh, das ist auch wieder so eine Nervmission. Eigentlich ist sie voll einfach bestimmt. Man muss nur irgendwie mit ein bisschen Glück, ein bisschen durchrennen oder so. Ich meine, ich habe ja alles, was es braucht. Ich hab ausreichend Schutzweste, ich habe ausreichend Gesundheit. Ich habe genug Waffen. Ich muss nur mal gucken, wie ich das mache. Vielleicht werde ich einfach von vornherein jeden töten. Ja. Ach, schon wieder 16 Minuten warten. Das kommt davon, wenn man vorher noch ein bisschen gelabert hat, bevor man hingelaufen ist, dann muss ich jetzt halt labern. 10, 9, 8. Ach, wie langweilig ist das denn? Ja, lass du mal was Besseres einfallen, sonst deabonniere ich dich. 4, 3, aber klappt doch, oder nicht? 1, 0. So, erstmal einen Schluck. Wunderbar. Köstlich. So, freut ihr euch wieder? Eine Folge lang nur ein und dieselbe Mission. Ich laufe jetzt einfach hier lang, weil, weiß ich nicht, vielleicht bringt das ja was. Der muss in die Richtung gucken und der da hinten gerade in unsere Richtung läuft, also links, schräg links von uns, wo ich jetzt gerade hinblicke quasi, der muss weglaufen von uns. Das wird ja wohl irgendwie machbar sein. Scheiße, hinter dem Gebäude kann ich gar nicht herlaufen. Das ist nicht so klug. Oh, was? Warum? Leck mich doch. Wie war das? Du musst vor Sonnenaufgang 8.35 Uhr öffne die Schalter. Ich weiß nicht, da stand doch gerade irgendwas von wegen... Du darfst nicht zu viele Kontrolltürme ausschießen. Aber ich schieße jetzt den aus. Hauptsache, der bemerkt das nicht. Nochmal. Na, okay. Bemerken die sich denn nicht gegenseitig, wenn die sterben? Hä? Ist echt ein bisschen suspekt. Aber gut, ich akzeptiere es. Boah, das Zielen ist echt ein Graus. Okay, das klappt nicht. Uhr, ich habe noch ein bisschen Zeit. Ein bisschen Zeit bleibt noch. Okay. Ich töte einfach alle Wachmänner, dann können die Türme mich ja sehen, wie die wollen. Ich nehme mal an, dass wenn ich da reingehe, dass dann da noch eine unbegrenzte Anzahl weiterer Wachmänner sind. Oh, stimmt, der über mir.
Ja, und perfekt. Das, die Tür wird das nicht bemerken. Ich bin entsetzt. Ach, wisst ihr was? Wo ist hier der geheime Tunnel? Hier? Schießt den Lüftungsrost kaputt. Und nu? Ah, Gesundheit. Oh, noch mehr kaputt schießen? Ja, okay. 5.30 Uhr? Nee, 3 Uhr ungefähr. Durchquere Area 69, Forschungslabor. Oh, jetzt werde ich bestimmt wieder alles. Ach, mehrere. Ja, gut. Dann muss ich jetzt wieder schleichen? Ist das eine Option oder soll ich einfach alle totschießen? Uah. Einige externen deaktivieren. Flucht. Installation personnel, please be aware we are at condition red. This is not a drill. This facility has been breached. All security personnel head to the research labs now. Personnel reminded that the downloading hey. Nein! Ja, nein! Warum dieses scheiß Auto-Aim? Das ist echt scheiße in dem Spiel. Das ist aber gut, die hatten damals noch nichts Besseres, muss man schon sagen. Ja, warum müssen wir überhaupt für diese Missgeburten scheiß Mission machen? Was will er überhaupt? Soll er sich doch seinen Müll selber holen? Das juckt mich doch alles gar nicht. Aua. Ach, immerhin habe ich eine maximale Gesundheit. Oh gut, ich meine, das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Ein bisschen mehr, dass wir dann verlieren können, wenn das Militär uns abschießt. Ja, okay. Naja, wir werden das jetzt machen. Es gibt doch gar nicht andere Missionen, die man zurzeit machen kann, glaube ich. Freundin, gar kein Bock. Einfach Steinbruch waren wir noch nie, aber das ist auch sowas wie Feuerwehr, Polizei und so. Da muss man irgendwie gerade zufällig sein und dann sagen, ach, dann mache ich mir jetzt ein paar Runden, aber ich bin jetzt gerade nicht zufällig im Steinbruch. Und das mit den Freundinnen, ganz ehrlich, das finde ich auch wirklich langweilig. Irgendwie die aufsammeln, dann irgendwo hinfahren, wisst ihr, und selbst die uns die Waffen wiedergibt nach dem Krankenhaus, die müssen wir nicht mal daten. Also habe ich überhaupt nicht mal einen praktischen Grund, das zu machen. Hail, fellow, well met. So. Jetzt aber. Was ist mit dem scheiß Auto-Aim immer?
wir uns noch eine Schutzweste. Hauptsache, ein Schuss hat den erledigt. Das ist gut. So, zwei Lichter machen wir aus. Ist da einer? Kann man den von hier aus treffen? Ich schätze, es wird wohl nichts. Ach, die Waffe nehmen wir uns mal. Gut, dass hier nur die Scheinwerfer wichtig sind. Dass man nicht von denen gesehen wird. Hier fliegt schon wieder so ein Viech rum. Ich schwöre, ich tick aus. Ich bin echt ein Genie, ne? Hätte ich das mal gleich gemacht hier mit diesem ganzen. Das, also ich meine, Leute abknallen, aber die. Aber es wird kein Alarm ausgelöst. Wahrscheinlich ist das normal bei denen. Die denken wahrscheinlich, das ist eine Übung oder so. Und bei Übung stirbt ja schon mal jemand. Das kann ja sein. Ja. Wahnsinn. Naja, gut. Ich weiß gar nicht, das scheint genauso schnell zu gehen hier. Kommen die jetzt? Und auf geht's. Ich gehe jetzt mal um die Ecke hier. Die sollen ruhig kommen. Alter, gehen die wieder zurück zu ihren Positionen? Was ist denn los mit denen? Kann man eigentlich manuell nachladen? Keine Ahnung, ob sowas geht. Ah. Oh, was ist das denn? Was habe ich denn da eingesammelt? Ja, egal. Hä? Oha. Ah, nice. So. Wo darf ich jetzt hin?
Ich habe schon wieder vergessen, was ich machen muss, aber der gelbe Punkt sagt mir ja alles. Oh. Okay, wieder hinter Deckung gehen. M4-Skill? Warum von oben? Seid ihr komplett dumm? So, wo darf ich denn jetzt hingehen? Ich weiß nicht, wo ich lang muss. Ach, hier. Hier muss ich hin. Hallo. Ich hoffe, die schießen nicht auf mich. Abschussvorrichtung, okay. Ich habe zufällig hier hingefunden. Ich wünschte, ich würde jetzt noch zufällig zu dem Ort. 5.30 Uhr, hoffe ich, gilt immer noch. Also, hoffe ich nicht. Ja, ja, ist schon gut. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Nochmal. Alarmstufe, bla bla bla. Suche das schwarze Projekt. Warte, ich muss hochscrollen. Das schwarze Projekt. Das ist auf dieser Ebene. Ich muss also mal weiterfinden. Ich kann auch nicht schneller rennen, ne? Das geht nicht. Keine Ahnung. Ja, wahrscheinlich hier lang. Komm bitte, 5.12 Uhr. Oh. Oh. Oh, oh, oh. Es wird ganz schön gefährlich werden. Sie nicht noch mehr. Ja. Öffnet die das Key. Okay. Mach ich. Oh oh, nein. Gut, dass 5.30 Uhr nicht mehr gilt. Das ist schwierig. Ich raste aus. Es fliegt von meiner Nase rum. Ich bin einfach nur komplett geistig verwirrt gerade. Ach, wisst ihr was? Oh, Area 50, Area 69. Ich meine, 51. Jetzt erinnere ich mich wieder, wie das in echt heißt. Jetzt wissen wir wenigstens, was genau, dass das genau da ist und was genau. Ich wusste nicht, was das für ein Gebiet ist, dass da Sperrgebiet ist. Ganz offensichtlich das hier. Ich beende jetzt die Folge und bedanke mich fürs Zusehen und für eure Bewertung. Tötet dieses fliegende Viech, was hier ist. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss.